Also Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das gestern mitbekommen habt, aber es war mal wieder komplett am Eskalieren, okay? Und zwar in dieser Staffel, in dieser letzten Folge ging es darum, dass der Abu Hamza bzw. die Luftpumpe wieder schöne Ansagen verteilt hat. Und diesmal war das nicht der Hamid, sondern Yasser Abu Chaker. Er hat ihn herausgefordert. Versteht ihr das? Aber damit ihr wisst, was ich meine, ich blende euch mal einen kurzen Ausschnitt mal ein. Gegen dich Einer, kämpfen! was Was einer willst bei du, dir einfordert, Bruder? egal wo ich dich finde in Berlin, ich werde gegen dich kämpfen. Okay, wenn du mich findest, Abu kämpf gegen mich. Ich werde dich jagen. Warte, was Abu werde ich Hamza, jagen? Abu Hamza, Meiner Bruder, beugt guck dir mal, nicht was hier dir, ist, Abu wenn Hamza. bist du auf meiner Liste. Abu Wenn du Hamza auf Allah meiner Liste. liebst, wenn du Allah liebst, jag. Es ist gestern wieder komplett eskaliert, und zwar der Abu Hamza, oder wie ich auch immer sagen würde, die Luftpumpe, hat mal wieder schön eine Ansage verteilt und hat auch versucht, den Yasser Abu Chaker zu drohen. Ihr habt das ja bestimmt gestern mitbekommen. Und ich finde, in letzter Zeit hat sich diese Sache nur noch mehr bestätigt, dass der Abu Hamza, sprich die Luftpumpe, irgendwie, es hat den Anschein, dass der, glaube ich, Prozente hat. Ohne Scheiß. Ohne Witz. Ich glaube wirklich langsam, der Typ hat Prozente. Das ist doch nicht mehr normal. Zeig mir mal bitte einmal, wo der Yasser Abu Chaker irgendwie negativ über Abu Hamza geredet hat oder wo er ihn gedemütigt hat, ihn fertig gemacht hat. Also ich habe da nichts gesehen. Habt ihr irgendwas mitbekommen? Wenn, könnt ihr das gerne in den Kommentaren mal reinschreiben. Ansonsten, ich kann das wirklich nicht mehr nachvollziehen. Er spielt sich total auf, will sich mit jedem fetzen und boxen. Ich glaube mittlerweile, Abu Hamza, geh bitte nicht mehr auf TikTok live, sondern geh in irgendeinen Boxverein oder keine Ahnung, guck, was du machst, weil anscheinend ist das für dich irgendwie zu langweilig oder keine Ahnung was. Ja. Aber das ist dasselbe Prinzip, Freunde, dasselbe Prinzip wie mit Charo und Arafat. Wir alle wissen, und wenn mir jetzt einer hier sagen würde, wenn einer hier reinschreibt, nee, das kann nicht sein, dann hat er gar keine Ahnung. Arafat, wir wissen alle, ja, dass die nur darauf warten, die Medien, ja, die Polizei und alle anderen, dass der irgendeinen Fehler macht, ja, dass der sich auf irgendeinen Streit einlässt, dass der sich irgendwie auf negative Konversation irgendwie einlässt, ja, weil ihr habt gesehen, als das mit Scharo und Arafat passiert ist, was ist passiert? Kam sofort Bildzeitung, ganz groß, ganzen Überschriften und so weiter. Und wir wissen auch, dass wenn Arafat was machen würde, dass er so sofort auf den Fokus Polizisten und von dem BKA, dass der dann halt da ein bisschen Probleme bekommen wird. Und deswegen ist es ja auch klar, dass der Arafat so gesehen nichts machen kann. Aber die Frage stellt sich nur, macht er denn auch irgendwas? Gibt er etwas Negatives von sich? Ich sehe nur in letzter Zeit generell, dass der Arafat immer versucht, einen Streit zu schlichten. Versteht ihr das? Der eine streitet sich mit dem anderen. Arafat kommt als Friedensrichter, als dritte Person und möchte Frieden machen. Khair machen. Aber ich sehe nichts Negatives. Okay? So. Charos Mission war ja, guck mal, ich kann mich mit jedem anlegen, ich bin der Meister Proper und dies und das. Aber das Gleiche macht jetzt der Abu Hamza. Erstmal mit Manuelsen, ja? Habt ihr ja gesehen damals. Erstmal mit Manuelsen, habt ihr ja auch gesehen. Vor ein paar Wochen. Und jetzt natürlich gegen Yasser Abu Chaker. Ja? Und selbstverständlich war das von dem Yasser Abu Chaker ironisch gemeint. Ja? Mit dieses, ich habe Angst, ich habe Angst vor dir. Und diese Luftpumpe, oh mein Gott, der glaubt das auch noch. Junge, ohne Witz, wie alt ist der? Ist der irgendwie geistig eingeschränkt, dieser Abu Hamza? So sind doch keine erwachsenen Männer. So kann man im Kindergarten gewesen sein, ja? Oder von mir aus in der zweiten, dritten Klasse, wenn überhaupt. Aber was ist das denn? Und die Leute, ehrlich, nimmt ihr sowas noch ernst? Ja, ich frage mich wirklich irgendwie, welche Folge und welche Staffel das mittlerweile ist. Ja, also nächstes Mal muss ich mir irgendwie Popcorn besorgen. Das ist doch echt ein Witz. Deswegen, für diejenigen, die meinen, dass die Luftpumpe, ja, Abu Hamza irgendwie im Recht ist, also diese Leute, denen kann man nicht mehr weiterhelfen. Für alle anderen, die wirklich ein bisschen Verstand haben, ihr müsst das ein bisschen mal checken, ja.
dass solche Menschen wie Abu Hamza, ja, eigentlich unbedeutend sind. Die sind ein Nichts. Die sind ein Nichts, ja. Die wollen sich die ganze Zeit irgendwie brüsten mit irgendwelchen komischen Ansagen, ja, und was auch immer. Aber das ist auch nicht mehr lustig. Ehrlich. Ich finde, ganz ehrlich, der Yasser Abu Chaker, der hat für mich meiner Meinung nach sehr erwachsen reagiert, ja. Was soll er mit so einem Blödsinn, mit so einem Kindergarten da machen? Das ist doch einfach nur ein Witz. Das ist einfach nur ein Witz. Deswegen, Freunde, glaubt mir, ja, gibt so einen Blödsinn keine Plattform, ja, lasst euch nicht veräppeln, ja, und glaubt auch bitte nicht diesen, egal, ich sag jetzt gar nichts mehr, ich sag nur Luftpumpe, ja, lasst euch irgendwie nicht triggern, lasst euch nicht ärgern, lasst euch nicht provozieren, okay? Genießt das Leben, euch einen schönen Tag. Lasst euch bitte nicht ärgern, okay? Und ich wünsche euch nur das Beste. Bis dann. Peace.